einer weiteren Folge Minecraft Moonwalker. Ich bin hier gerade in so einem riesigen Loch und mit dabei ist der LP mit Sebi. Hi. Hi. Meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen, leider. Und ich bin bei dir. Ja, kannst du mir eine Spitzhacke geben? Steinspitzhacke. Danke. Das ist das Loch. Ja, das ist das Loch. Ich spring einfach runter. Oh, Creeper! Ah, Skelett! Ich hab ne Spalte gefunden. Komm runter, da ist Öl, da kannst du reinspringen. Mann! Ich werde hier penetriert, ey. Kommst du runter? Nee, ich hab hier ne Spalte gefunden. Yo, Junge, ist die Höhle riesig! Ich hab Gold gefunden. Und Lapis. Ey, ich find hier nie wieder zurück jetzt dann. Das ist gerade so verwinkelt. Da finde ich nie wieder zurück. Hast du Fackeln dabei? 8, ja. Okay, ich brauche Holz. Wir haben kein Holz dabei. Ich gehe mal zurück und hol Holz und bleib, wo du bist. Ja, mache ich. Mach gleich noch Spitzhacken. Eisenspitzhacken am besten. Ja, wenn du genug Eisen hast, brennen gleich nochmal welche. Und vergiss nicht, du kannst in Öl kannst du reinspringen. Ja, da kriegst du doch eine Vergiftung, oder? Nein, gar nichts. Wie lustig, weißt du, du guckst so runter auf mega Schluch, ich stell mir das vor, weißt du, guckst runter, ich weiß nicht, kann man da runter springen, ich spring einfach runter. Ich hätte gedacht, da geht's aus der Welt raus, so Ende der Welt. Nee. Du springst so. 11, CB, 183 fell out of the world. Ja! Ich werde schon wieder beschossen. Nee, da war wunderschönes Öl, jetzt klebt alles so schön. Das können wir halt gleich am Anfang, so Öl und Lava können wir Alter, wie einfach ein Creeper vor mir von der Decke fällt. Echt? Ja. Wir müssten eigentlich immer Eimer mitnehmen, weil wir könnten für den Anfang das Öl und die Lava eigentlich als Brennmaterial nutzen. Ich weiß nicht, was der Brace ist. Ja? Ah, doch, da. Hab ich unten. Ich mach mir da jetzt auch einen Waypoint hin. Ich hab keinen Waypoint, aber ich kann mir eigentlich das ziemlich gut merken, wie ich hier hin und her komme. Da, Holz. So, Holz, dann craften wir das mal. Was du nicht abbauen musst, ist Quantum Ohr. Das bringt überhaupt nichts. Ja, ich weiß, das ist für irgend so einen komischen Nein! Ort. Das brauchst du nicht. Ich weiß. Damit kannst du nur irgendwelche Gläser machen, die voll scheiße sind. Oh, Zombie. Mehr kannst du damit eigentlich gar nicht machen. Boah, ist da viel. Da ist voll viel Öl. Nee, eigentlich nicht. Ja, gut. Soll ich einen Eimer mitnehmen? Ja, versuch mal einen Eimer zu machen, wenn du genug Eisen hast. Weil da können wir gleich irgendwas mit, weil ich könnte ein Kabel bauen, dann könnten wir die ersten Sachen schon mit Strom machen. Da noch irgendwo Eisen in den Öfen. Aber eigentlich, bevor wir irgendwas mit Strom machen, da suchen wir uns gleich mal noch ein Plätzchen außerhalb dieser Höhle. Da, wo wir was Richtiges bauen, also richtiges Haus und Zeug, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich habe kein Eisen mehr. Ich schieß dich vorher einfach mit einem Power 2 Bogen, Power 1 Bogen ab. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Hier. Ja, ich muss noch warten, bis das Eisen brät. Komme ich eigentlich wieder raus, wo ich runtergesprungen bin? Nee, eigentlich nicht, wenn du keine Blöcke dabei hast. Ich habe 40 Blöcke dabei, du hast schon ein Skelett, der mich jetzt die ganze Zeit abballert, sodass ich mich überhaupt nicht bewege. Ich komme nicht vom Fleck! Ich komme nicht vom Fleck! Jetzt hat's daneben geschossen. Ich hätte gedacht, du wärst jetzt gestorben, weil... Chat. Schon wieder ein Zombie. Ich glaube, dein Spawner funktioniert nicht so ganz. Doch. Nein, ich glaube, das musst du komplett. Ich sterb gleich. Okay, die Spitzhacke ist fertig. Fuck, das wollte ich jetzt nicht platzieren. Das wollte ich jetzt auch nicht platzieren. Die Spitzhacke ist fertig. Angriff! Und jetzt auf den Eimer. So. So, Bucket. Passt. Wunderschön. Ich komm. Ja, ich kann mich hochbauen. Ich setz hier mal einen. Alter, geht's hier tief runter. Wieder ein Zombie. Hey, wir wären eigentlich fast auf die Höhe, gell? Ich weiß. Soll ich Lapis abbauen? Nimm einfach alles mit, ganz im Ernst. Lapis kann man richtig schöne Sachen bauen. Komm ich hier auch irgendwann mal wieder raus? Alter, wie hoch ist das denn? Ich baue hier gerade eine Treppe. Soll ich auch runterspringen da? Ja, spring einfach. Hey, das ist richtig viel Öl. Da könnte man was richtig Schönes draus bauen. Ich kenn mich mit Öl auch nicht aus. Nicht? Ich schon. Aber eigentlich sollte man erstmal schauen, dass wir irgendwie so Jetpack und so Zeug kriegen dann langsam. Ja, hä? Gibt's Jetpack? Ja. Chat. Ja. Das ist richtig chillig. Weil dann könnten wir, weil ich meine, das Öl bringt uns jetzt alles nicht so viel, wenn wir noch keinen Platz haben.
Da wo wir sozusagen eine Basis bauen. Das bräuchten wir jetzt erstmal, eine richtige Basis. Ich gehe gerade nicht voll. Komme in falsche Richtung. Mann, ich komme hier nicht raus. Ich habe Blöcke dabei, glaube Ja, ich. ich habe Ja, auch Blöcke dabei, aber 52 ich komme hier trotzdem nicht raus, weil es wenn nach oben geht. Volt. Habe auch Fackeln dabei. Schön. Ah. Hi, soll ich dich runterschlagen? Nein! Dann würde ich keinen Schaden kriegen, da unten ist Öl. Ah, du könntest auch Was noch ist das für eine fernlaufen. Spalte, Alter? Schön. Sieht richtig geil aus hier alles. Ist auch noch eine Spalte. Ich renne nochmal zur Basis zurück, ja? Wenn ich die noch finde. Doch, eigentlich so weit weg ist die gar nicht. Wäre mir nicht gerade Jo, falsch. jo, ist hier ne. Ah, ist eine richtig fette Geil, Spalte. ich bin falsch gelaufen. Ist eine richtig fette Spalte, die genau ein Block groß ist. Also breit, Ja, ich müsste man weiß. sich so durchschlängeln. Hä? Bisschen Zeug ist Wo ja. bin ich? Ich find gar nicht mehr zurück. Geil. Aber Eisen haben wir jetzt eigentlich genug. Wir können halt wirklich jetzt langsam schauen, dass wir aus dieser Höhle rauskommen, uns ein Haus zu bauen. Ja, ich würde jetzt erstmal alles Weil ich abfahren. meine, ja, schon, aber wir kommen ja, ich könnte in die Höhle noch zigmal zurückgehen. Mann, ich finde nicht mehr zurück. Ich bin an der Erdoberfläche. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Tja. Weil wenn da Öl und Lava und so ist, dann können wir uns wenigstens am Anfang, für den Anfang ist es ganz praktisch, daraus Energie zu gewinnen. Oh, hier ist Lava. Es gibt zwar noch zig. Ach du Scheiße, jetzt bin ich an der ganzen Oberfläche. Ich bin hier. Und wo ist der Eingang? Ich bin ja schon wieder in der, ich bin hier in der großen Höhle, wo du warst. Ich geh mal Diamanten farmen. Oh. Ah, Creeper? Lava. Ja, da ist viel Lava, ich weiß. Ich würde sagen, dass wir nächste Folge aus der Höhle rausgehen, oder? Ja. Packen und dann Let's ein go. Haus bauen oder so. Ja gut, ist ganz schön dunkel hier. Gut, Alter, ich habe 1,56 Kohle gefarmt jetzt schon wieder. Cool. Gut für viele Fackeln. Schau mal, ob ich noch die auswende. Wie weit sind wir jetzt mit der Zeit? Wir sind jetzt bei 7,5 Minuten. Alter, habe ich viel Eisen. Erst bei 7,5 Minuten. Ja. Also haben wir noch Zeit. So ist es nicht. Ich hab immer noch einen Pfeil im Fuß. Cool. Der geht einfach nicht mehr raus. Ich finde Ach hier, so, hier du hast es besser ausgeleuchtet. Ich hab sind geil, sind keine Dias. Schade. Brutzeln wir mal. Da ist keine Kohle drin. Ich hab nur Kohle. Schaut, das ist nicht X-Ray Motte. Nee, das ist langweilig. Wenn dann schon richtig. Naja. Wenn schon dann. Ich hab mal auf, Go auf Gomme The Lab Survival mit X-Ray gespielt. Was? Was War bringt das? fast full Dia. Ach so, du konntest da farmen oder wie? Weil ich überall gesehen habe, wo die Erze waren. Natürlich. Gut. Spitzhacke wollte ich mir jetzt nochmal eine neue machen. Ah, wir haben Köpfe. Okay. Ja, die habe ich mitgebracht, die Bringen überhaupt Köpfe. nichts. Ja, ich weiß, aber ich habe sie bekommen. Ich habe sie einfach mal mitgebracht. Hä, jetzt haben wir kein Eis mehr, aber ich bringe mal einen Eimer mit. Wir können uns schon, wenn wir viel Gold haben, können wir uns OP-Goldäpfel machen, die wir es eigentlich nicht bringen. Ne, bringen jetzt echt nichts. Soll ich dir auch noch mal eine Gibt's ja eigentlich Spitzhacke? OP-Schwerter, wo man mit One-Hit tot ist? Du kannst halt ziemlich gut verzaubern, aber so richtig krasse Schwerte oder so gibt's jetzt eigentlich nicht. Witchery gibt's auch nicht, oder Weil ne? ganz cool sind die Sachen, aber die können wir uns noch nicht leisten, sind Flux und Fused. Die brauchen Energie und es ist voll praktisch, weil du musst halt nur einmal verzaubern und dann hast du die Dinger eigentlich für immer. Das liebe ich an diesen Schwertern. Also die finde ich richtig. Mann, schon wieder ein Skelett. Brauchen wir ein Nether-Portal? Natürlich irgendwann schon. Ja, weil ich Obsidian hab. Weil es gibt richtig geiles. Ja, das kannst du eh noch nicht abbauen. Ja. Weil da gibt es auch richtig geile Erze. Da kriegst du ja viel mehr aus diesem Nether jetzt raus. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie viel man da rausbekommt übrigens. Weil ich mach mir für dich auch noch eine Spitzhacke, oder? Kann man Öl mit Eimer abbauen? Ja, klar. Okay, ups. Versuche ich gerade, funktioniert aber nicht. Ja, du musst den Ursprungsort anklicken, wie bei der Lava. Ah, okay, hat funktioniert. Hab ein Öleimer. Ja, genau. Warte, ich mach mal ein paar Spitzhacken.
Okay, wo bin ich jetzt hier gerade? Machen wir nur einen Eimer. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich TP mich. Ja, aber nein, nicht TP, hör auf mit dem TP. Cheat Mode. Ich komm sowieso jetzt wieder zu dir zurück. Das ist ja nicht schwer, dahin zu finden. Ah, da ist dein. Ich muss mal die Helligkeit auf hell stehlen. Stehlen. Warte, Helligkeit warte, hell, weil sonst sehe ich. Ach, deswegen bin ich nicht zurückgekommen. Wir haben so bescheuerten wo ist deine, Eingang in diese. Wo ist dein, hier ist deine komische Treppe. Okay. Höhle. Deswegen habe ich nicht zurückgefunden. Oh, die Höhle ist so riesig. Schade, dass wir nicht, dass wir keine andere Minimap haben. Du kennst ja die Minimap, da wo du die Ebenen siehst. Ja. Die wäre jetzt geil. Wo bist du gerade? Ich komm runter. Ah, hi. Guck. Ja gut, Leute, ich würde sagen. Ja, gut, wir sind zwar erst bei 10 Minuten. Ja, egal. Guck, wenn du jetzt, aber... warte, hier rumgehst. Warte ganz kurz. Öl! Komm mit. Ich zeig dir kurz. Ja. Du musst eigentlich bloß hier jetzt hochgehen. Und dann bist du eigentlich schon in dieser Haupthalle drin. Schau, hier. Und da einfach da lang. Dann bist du bei unserer Basis. Ja, Kohle haben wir jetzt genug. Ja, ich gehe jetzt dann nochmal runter. Aber die Höhle ist echt krass. Die Höhle ist echt wo krass. Wo muss ich hin? Einfach geradeaus rein. Ah, mein Headset. Also die, das ist echt geil hier. Mhm. Weil hier haben wir ziemlich viel Energie. Sozusagen. Energie? Für was? Ja, denn? Öl. Für Maschinen. Junge, so, ja, wie viel Öl hast du überall gesetzt? Ne? Ich hab auch mal zwei Ölbucket. Weil für den, wenn, am Anfang ist Öl und Lava einfach der billigste ja, Energieträger. Mit dem ich weiß, wie man unendlich Energie bekommt. Und zwar? Mit Lava. Nee. Kann man unendlich Energie bekommen. Nee. Mit so einem Tank und so. Hä? Da wo sich so ein Tank, der wo sich immer selber auffüllt und so eine Maschine, die aus Lava Strom macht. Ja, die kenne ich. Und aber der da und dann gibt's auch noch ja, es gibt auch ME-System, oder? Ja, natürlich. ME. Aber die brauchen Energie. Bis wir die haben, da brauchen wir echt eine Energiequelle, um die wir uns nicht mehr kümmern müssen. Weil jetzt bei Lava und so, das ist echt so, die bringt zwar relativ viel Energie am Anfang, aber du musst halt dauernd welches fördern. Und du musst halt dauernd neue Ölquellen finden und das ist dann Schwachsinn. Ich hab's dann in meinem Singleplayer-Projekt so gemacht. Ich habe mir eine Farm gemacht, da wo ich Karotten und so angepflanzt hatte. Gibt's hier die Smeltery? 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 Achso, weiß ich nicht. Von Tinker's Construct? Nö, schauen wir nicht. Also ich hab's halt so gemacht, dass ich dann, was waren's denn, Karotten und Kartoffeln angebaut habe. Und aus denen kann man Energie gewinnen. Und das ist dann eigentlich so eine halbe unendliche Energiequelle. Ja, und Essen bekommst du auch noch. Ja, genau. Das hat bei mir ziemlich gut funktioniert, das kann ich ja mal. Ich mach mir jetzt mal die restliche komplette Eisenrüstung. Ja, gut, so viel Eisen haben wir jetzt eigentlich auch nicht, aber. Doch, ich hab wieder. Jo, was hast du hier gemacht? Was? Ja, du hast hier mit dem Öl irgendwie ein bisschen rumgespielt. Nee, hab ich nicht. Nicht? Das hat sich jetzt alles überschwemmt hier. Aber ich würde sagen, das war vorher schon. Aber nicht so extrem. Doch. Echt? Ja, auf jeden Fall, in diese Höhle würde ich sowieso sagen, dass wir noch öfter hier zurückgehen. Aber wir haben Jelurit für den Big Reactor. Was ist das? Big Reactors Mod, kennst du nicht? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich kenne mich damit aus. Naja, ich bloß hauptsächlich mit Tech geht. So, wenn ich jetzt zurück bin, können wir eigentlich die Aufnahme beenden. Oh, das ist ein Hochgelaufen, du. Ein Hoch. Oh, noch ein Creeper, hallo! Okay, jetzt muss ich mit dir kämpfen. Jetzt muss ich doch nicht mit. Ich will nicht mit dir kämpfen. Okay, Glück gehabt. Ich würde sowieso jetzt sagen, dass wir nächste Folge aus diesem. Wir haben Uranium. Was schon? Mhm. Ich würde sowieso sagen, dass wir jetzt aus in der nächsten Folge umziehen, oder? Ja. Dass wir uns klar. Also ich hab's. Ja gut, eigentlich brauche ich jetzt nicht alles erzählen. Entweder wir bauen jetzt was oberirdisch oder oberirdisch unterirdisch. Kannst du auch suchen. Oder wir bauen ein Haus mit Keller. Ja, genau, und im Keller hätte ich halt die meiste Technik eigentlich gebaut. Ja, ich auch. So. Und eine Raketenstartrampe. Genau, eine steht Raketen. Oh nee, das Uranium vergiftet mich. Ja, stoß wieder rein, bist behindert. So, jetzt kannst du daran sterben. Ah, okay, ich mache jetzt eine Kiste für das Uranium. Hör auf. Okay.
Ja, das Uranium Schnell rein, wo ist das Uranium? Oh. Ja, Uranium, das musst du einen bestimmten Anzug anhaben, sonst verreckst du. Radiation 2. Oh, ich bin tot. Ja. Jo, hat das jetzt aufgeploppt, Junge! Du bist jetzt übelst aufgeploppt. Ich tu mal alles in die Kiste rein. Weil wir müssen sowieso jetzt umziehen, dann nächste Folge. Ja, gut, wenden wir die Folgen, diesmal ist deine Abmoderation. Ja, genau. Also Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis dann. Also, wir würden uns über ein Abo und ein Like freuen. Ich werde ihn natürlich in der Beschreibung verlinken und ja, bis dann. Ciao. Tschüss.